Hallo euch, seid gegrüßt. Herzlich willkommen bei Kevins Theke. Ja, heute haben wir einen Kamerad von der VGN hier. Sei gegrüßt, hi dir. Sei gegrüßt, Kevin. Ich bin froh, heute hier zu sein, ne, bei Kevins Theke. Und ich habe jetzt gerade mal in den Spiegel geschaut und sehe gerade den schicken Aufkleber von dir. Sehr schön bunt, ne? Natürlich ist das schön bunt, ne? Mhm. Und ja, was hast du denn jetzt in Zukunft vor jetzt mit Kevins Theke? Ja, ich möchte natürlich auch Politik präsentieren von der anderen Ecke, sag ich jetzt mal, ne? Also von der rechten Ecke, weil man sagt ja immer, die Nazis, die sind an allem schuld, oder die Rechten, die hassen die Ausländer und die jagen die Ausländer und was weiß ich nicht, was alles. Und ja, wer noch daran glaubt, ne, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Also wirklich, Nazis, ausländerfeindlich, nee. Also wer heutzutage allen Ernstes immer noch auf solch alberne Flunkereien der linksgrün versifften Systempropagandamedien hereinfällt, also der hat doch wirklich nicht mehr alle Haken am Kreuz. Man kann doch nicht immer nur den armen Nazis für alles die Schuld geben. Das ist Narzissmus. Okay, also der Holocaust und die Ermordung von 6 Millionen Juden, ja gut, das geht streng genommen vielleicht auf ihr Konto. Hm? Und der Zweite Weltkrieg mit 50 Millionen Toten, der die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt hat, ja gut, muss man bei strenger Auslegung vielleicht auch auf ihren Deckel schreiben, klar, ja, ja. Gut, und ja, also wenn man jetzt pingelig sein will, die Abschaffung der Demokratie, Polizeiwillkür, Ermordung andersdenkender, Zwangskastrationen von Schwulen, systematische Tötung behinderter Menschen, bla 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 bla. Ja gut, Schwamm drüber, hm? Man muss doch auch mal vergessen können und nicht immer so kleinlich sein. Und genau deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ein sympathisch hodenköpfiger Untersturmbannführer von nebenan, wie unser Kevin hier, endlich mal seine private Eichel-Rustikal-Saufkellertheke zum Talkshow-Studio umbaut, um dort als Markus Glatz für Rechtsradikale die kulturelle Weltoffenheit des modernen Nazitums zu zelebrieren. Und unser mopsig mundbefotzter Wehrsportverweigerer kennt sich aus in der Szene. Denn als vorbestrafter Bewährungsversager, Trödelhändler und zeitweiliger V-Mann des Verfassungsschutzes hat er schließlich schon genug Scheiße gebaut. Also, seien wir fair, Nazis haben auch gute Sachen gemacht. Zum Beispiel, oder auch... Halt, eine Aussage von Kevin hat mir wirklich gefallen. Seien Sie bitte mal ganz kurz still und hören Sie ganz genau hin. Die Nazis, die sind an allem schuld, oder die Rechten, die hassen die Ausländer und die jagen die Ausländer. Ja, das ging sehr schnell. Moment, noch einmal in Zeitlupe. Ah, ja. Eindeutig ein Furz. Wahrscheinlich mit Vaterland, dem Klang nach zu urteilen. Rein inhaltlich der beste Beitrag bisher. Sehr gut, Kevin. Sprich weiter. Es gibt immer nur negative Schlagzeilen. Und wer mal ein bisschen nachdenkt, der weiß, kein Mensch ist perfekt, aber auch kein Mensch ist total schlecht. Ne? Ja, also kein Mensch ist perfekt, kein Mensch ist nicht schlecht. Ne? Mhm. Da hast du vollkommen recht, da gebe ich dir auf jeden Fall hundertprozentig recht. Und ja, das sieht man ja auch immer selber. Ne? Und klar. Nicht alle Rechten sind böse. Es gibt, ich meine, in jedem Krieg, ne, gibt es gute Menschen, schlechte Menschen, ne, genauso wie jetzt heute in dieser Gesellschaft. Ne, es gibt überall gute und schlechte Menschen, aber man kann nicht alles verallgemeinern. Ne? Ja. Man kann nicht sagen, ja, die Nazis, die sind alle scheiße gewesen oder so. Ne? Ja. Da gab es auch gute und schlechte Menschen. Ne? Und es gibt ja auch gute und schlechte Ansichten, aber man kann das Gute ja wenigstens herausnehmen und daraus lernen, ne, und das Beste daraus machen. Ja, 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 voll richtig, Kevin. Da gebe ich dir zu 120% recht. Mhm. Ich habe zwar gerade nicht zugehört, aber das stimmt ganz genau. Ja. Wegen die Nazis haben wir ja zum Beispiel auch die Autobahn. Okay. Ne? Und ja, durch die KZ gab es ja auch Arbeitsplätze. Mhm. Ne? Und die Frauen konnten abends noch sicher auf die Straße gehen, weil die Männer waren im Krieg.
Und die Verbrecher waren alle in der Partei, ne? Ja. Eben, ich sag mal, der Krieg war ja auch für uns nicht leicht, ne? Die haben sich ja auch gewehrt, die anderen alle, ja? Das war für unsere Eltern und Großeltern ja jetzt auch nicht alles nur ein Zuckerschlecken oder so, ne? Mein Opa kam aus dem Krieg zurück, ne? Mit einem Bein. Und der konnte sich nicht erinnern, wem das gehört, ne? Also das wissen wir bis heute nicht. Jawohl, absolut. Ich gebe dir auf jeden Fall zu 100.000% recht. Mhm. Ich finde übrigens, du bist nicht nur sehr klug für einen Nazi, sondern auch ein überaus schöner Mann. Ich freue mich auch schon sehr darauf, wenn wir nachher noch etwas kuscheln und ich dir die Glatze wieder stumpf lecke. Woran man ja auch sieht, sage ich mal, dass wir von den Rechtsträgern auch sehr wohl zärtlich sein können. Ne? Richtig, Kamerad. Ich sag mal, auch wenn man vielleicht Rassist ist, ne, muss man deshalb ja keinen schlechten Charakter haben. Ne? Das kommt ja auch immer drauf an, gegen welche Rasse man ist. Ne? Ich sag mal, gegen uns Weiße, Deutsche zum Beispiel, habe ich ja gar nichts. Ne? Im Gegenteil, ja. Also es gibt ja immer gute Zeiten, schlechte Zeiten, sowie auch böse Nazis, schlechte Nazis. Ja, also viele von denen waren privat, also nach Feierabend bestimmt, wenn das Verhaften und Foltern und Morden und so erledigt war, auch herzensgute Menschen, glaube ich. Absolut. Gebe ich dir ausnahmsweise mal völlig recht, Kevin. Also, Entschuldigung, aber da muss ich einmal ganz kurz dazwischen gehen. Ja, tut mir leid, aber ich kannte die meisten davon persönlich. Und ich kann mit absoluter Gewissheit sagen, das waren ganz große Arschlöcher. Durch die Bank. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht politisch korrekt, das so zu sagen, aber ich bin sehr, sehr froh, dass die schon alle lange tot sind. Die Pisser. Herr Hitler, Sie haben da bestimmt Ihre Erfahrungen gemacht und ich respektiere Ihre Meinung natürlich, aber ich glaube trotzdem, man kann das nicht alles so verallgemeinern, ja? Also das jetzt einfach so... Doch, das kann man. Haben wir ja auch immer so gemacht. Bei allen, die wehrlos werden wollten, hm? Oder glauben Sie etwa, wir haben vor dem Abmurksen erst immer einen individuellen Charaktertest gemacht? Gott, sind diese jungen Nazis da. Entschuldigung, Herr Adolf, ich bin ja ein großer Fan und finde sehr gut, was Sie so machen. Also vor allem Ihre ersten Arbeiten jetzt, vor dem Selbstmord. aber jetzt hier meinen Freund so anzumachen mit so systemtreuen Gutmensch-Argumenten. Also hör mal zu, Bürschchen. Komm mir nicht mit solchen Begriffen. Die haben alle wer erfunden, kapiert? Du Kindergarten-Nazi. Ich weiß doch wohl am besten, was wir gemacht haben, hm? Glaubst du etwa, wir sind nach Polen einmarschiert, um mal so als nette Nachbarn Wein und Kuchen vorbeizubringen? Wir haben die ganze Welt gefickt! Und glaube mir, nein, die hat das ja nicht selbst so gewollt. Das war eine lupenreine Vergewaltigung. Da gibt es gar nichts schön zu reden. Das war jetzt allerdings eine ziemlich krasse Wendung und das hat auch irgendwie eine gewisse Schwermut auf diese erste Sendung geworfen, finde ich. Vielleicht sollten wir lieber mal Schluss machen an dieser Stelle und wir sehen uns dann wieder. Also wenn ich jetzt etwas die Stimmung verdorben haben sollte, aber ich war nur ehrlich. Bockwurst. Danke, ich... dachte auch, Sie waren Vegetarier. Oh, ja. Früher mal. Aber seit ich das ganze Geschwurbel von diesem veganen Hetzekoch Hildmann gehört habe, da esse ich lieber wieder Fleisch. Nicht, dass ich irgendwann auch noch so verrücktes Zeug erzähle. Ja, na gut, Kameraden, das war dann jetzt also die erste Sendung von Kevins Theke. Ich sag mal, bleibt am Ball, aber nur rechts außen, dient der guten, schlechten Sache, habt Eier.
ja, seid mutig und geht immer. Apropos Eier, Fun Fact: Ich hatte übrigens nur einen Hoden. Monoklöte, so nannte mich der alte Goebbels damals, kurz vor seinem Tod. Ja, deswegen ging ich manchmal aus der Schäf. Und bei euch? Alles fit im Schritt? Unten rum? Mal nachgezählt in letzter Zeit? Kein Humor, diese Nazis.